Unser Salzkammergut war in diesem Jahre ausersehen, Treffpunkt der Pfadfinder aus aller Welt zu werden. 18.000 Jünglinge und Männer sind zusammengeströmt, um das 7. Weltjamboree abzuhalten und Zeugnis zu geben von weltumspannender Freundschaft unter den Völkern. Freundschaft ohne Unterschied der Nation, der Rasse und der Konfession. Die Pfadfinderbewegung wurde von Lord Baden-Powell of Gilwell ins Leben gerufen und kann auf die stattliche Zeit von 43 Jahren zurückblicken. 5 Millionen Buben und Männer gehören ihr an. Buben und Männer aus allen Berufen, aus allen Schichten. Da ist die Jugend der Welt. Die Jugend von 42 Nationen. Sie kamen aus Großbritannien, aus Frankreich und Deutschland, aus der Schweiz wie aus Schweden, aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Südafrika, aus Brasilien und Kuba, aus Griechenland und Hongkong, aus Indien, Ceylon und vom Libanon. Alle feiern sie in Freundschaft und Eintracht. Ihr 7. Jamboree, diesmal in Österreich. Jamboree ist ein indianisches Wort und bedeutet Jahrmarkt oder geselliges Beisammensein. Im fröhlichen Wettbewerb werden in 8 Minuten 7 Türme auf dem Festplatz errichtet, die den Marksteinen in der Geschichte der Pfadfinderbewegung, den Weltjamborees von London, Kopenhagen, Birkenhead in England, Gödele in Ungarn, Vogelsang in Holland, Moisson in Frankreich und Bad Ischl in Österreich gewidmet sind. Ihr habt schon 7 Türme errichtet. Und das ist das 7. Jamboree, zu dem ihr gekommen seid. I declare the 7th World Jamboree open and wish you good scouting and good camping. Je déclare le 7th Jamboree ouvert. Ich erkläre das Weltjamboree, das 7. für eröffnet. Trompete ruft zu neuem Tagewerk. Raus aus den Schlafsäcken und hinein ins kühle, klare Wasser des nahen Baches. Sauberkeit, Sauberkeit des Körpers und der Seele ist eines der wichtigen Gesetze des Pfadfindertums. Ordnungsliebe, Disziplin und fester Charakter, die grundlegenden Eigenschaften eines wertvollen Staatsbürgers, sind das Ziel seiner Erziehung. Im großen Jamboree-Lager ist Platz für alle Glaubensbekenntnisse. Und der Gottesdienst am Wochenende eine Verpflichtung, der sich kein Kinder entzieht. Thank you.
Ein junger Mensch wird Pfadfinder. Weißt du, was deine Ehre bedeutet? Ja, sie bedeutet, dass ich als guter und ordentlicher Mensch gelten darf. Nun versprich mir bei deiner Ehre, dass du dein Bestes tun willst, Gott, dem Vaterland zu dienen, jederzeit und allen Menschen zu helfen und dem Pfadfindergesetz zu gehorchen. Ich verspreche bei meiner Ehre, dass ich mein Bestes tun will, Gott und dem Vaterland zu dienen, jederzeit und allen Menschen zu helfen und dem Pfadfindergesetz zu gehorchen. Ich verlasse mich auf deine Ehre, du bist das Mitglied der großen Weltpfadfinderbewegung. Der Knoten im Halstuch, der morgens geknüpft wird, darf am Abend nur nach Vollbringung einer guten Tat gelöst werden. Und 10 Punkte eines Gesetzes sind es, welche die Grundlage für das Leben eines braven Pfadfinders bilden. Der Pfadfinder hilft, wo er nur kann. Sein Wort ist wahr und er ist treu. Er ist ein guter Kamerad. Der Pfadfinder ist höflich und ritterlich. Gehorsam und Tapferkeit stehen auf seinem Panier. Er überwindet schlechte Laune, die jeden Menschen manchmal befällt. Arbeitsfreudigkeit und Genügsamkeit sind ihm anerzogen. Er schützt Tiere und Pflanzen. Der Pfadfinder hält sich rein in Gedanken, Wort und Tat. Das ist das Gesetz, in dessen Befolgung sich jene Taten finden, die auszuführen Pflicht, aber auch Bedürfnis eines jeden Pfadfinders sein müssen. Die gute Tat muss dem Pfadfinder zur zweiten Natur werden. Das Pfadfindertum wird nicht zwischen den Wänden eines Klassenzimmers gelehrt, sondern draußen in der freien Natur erlebt. Auf den selbst errichteten Herden kochen die Buben das Essen und es ist der Ehrgeiz des jungen Koches, seine Kameraden mit einer guten Mahlzeit zufriedenzustellen. Die Amerikaner haben ihre eigene Spezialmethode, das Kochen auf Charcoal. Diese Holzkohlenbriketts geben rasch eine sehr starke Glut und in 5 Minuten sind die Speisen fertig. Die Tiroler haben ihre Speckknödel gekocht und zum Essen die Pakistaner eingeladen. Die sind ihrerseits natürlich auch mit der Nationalspeise gekommen. Den Tirolern schmeckt das pakistanische Gericht ebenso wie den Pakistanern die Speckknödel. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dann sagt man eben höflich, Famos. Die Maultrommel, das Wahrzeichen des österreichischen Jamborees. Ein Instrument, mit dem die alpenländischen Burschen ihre Mädchen bezaubern. Besuchstag im Lager. Wie viele Fragen muss der Pfadfinder dann nicht beantworten? Was bedeutet denn das? Ja, das ist der Wimpel unserer Patrouille. Der Name der Patrouille heißt Reh. Dann haben wir auch einen Patrouillenruf, der heißt EOE. Dankeschön. Bitte. Das Abzeichen für Schwimmen, für Kochen, für Signalisieren und der ist auch ein Dolmetsch. Ein Pfadfinder erster Klasse. Das sind so die Fragen, die immer wieder gestellt und immer wieder höflich beantwortet werden. Dem Pfadfinder ist es verboten, die öffentliche Fürsorge in Anspruch zu nehmen, ebenso wie ihm das Absammeln von Geld für seine Gruppe nicht gestattet ist. Mit dem Taschengeld muss das Auslangen gefunden werden. Und wenn Ice Cream und Coca-Cola auch noch so locken, so überwindet sich der junge Mann und kauft lieber einen Ausrüstungsgegenstand als Erinnerung an das schöne Jamboree. Wie alle Buben lieben die Scouts das Tauschen. Changing ist das geflügelte Wort im Lager. Die Amerikaner haben zu einem Frühstück geladen, zu dem auch Mr. Donnelly,
der Hochkommissar der USA in Österreich. Und Lady Baden-Powell, die Witwe des Gründers, erschienen sind. Und nun die Wettbewerbe. Die Italiener bauen eine prachtvolle Zugbrücke, wobei kein einziger Nagel verwendet wird. Wie bei allen Pfadfinderbauten ist auch hier alles mit Stricken gebunden, um die Geschicklichkeit der Buben zu fördern. Fachmännisch wird das neue Werk geprüft und in Verwendung genommen. Wettbewerbe im Signalisieren und im Feuermachen sind Programmnummern bei einer Vorführung pfadfinderischer Fertigkeit der amerikanischen Scouts. Aber auch andere Nationen zeigen, was sie können. Wie zum Beispiel hier die englischen Pfadfinder ein Bogenschießen. Die großen und kleinen Ereignisse beim Jamboree dokumentieren sich besonders in einem eindrucksvollen Querschnitt durch den nationalen Volkstanz. Die Schotten tanzen im Kilt zu den Weisen des Dudelsackorchesters. Die Griechen in ihren kleidsamen Faltenröckchen. Unsere Burm beim Holzhackertanz. Sogar Karl May ist lebendig geworden. Ein Kriegstanz der Indianer. Die Pfadfinder aus Afrika tanzen ihre dämonisch wilden Rhythmen zur Trommel und zu anderen Geräuschwerkzeugen. Das Lagerfeuer bildet den Abschluss eines Pfadfindertages. An ihm werden die erlebten Freuden nochmals lebendig. An ihm werden die Aufgaben des kommenden Tages besprochen. So geht das Fest des Jamborees 1951 seinem Ende entgegen. Waren die Pfadfinder zur Eröffnung in geschlossenen nationalen Formationen erschienen? Beim Abschiedsfest stellte sich ein wesentlich anderes Bild dar. Neue Freundschaften von Volk zu Volk, von Mensch zu Mensch wurden geschlossen. Erinnerungszeichen wurden ausgetauscht und Arm in Arm geht der Steirer mit dem Inder, der Holländer mit dem Afrikaner, der Australier mit dem Amerikaner zur Abschiedsfeier. Auf dem weiten Platz stehen die 18.000 in wahrer Freundschaft vereint vor ihren Betreuern. Den Gästen werden die Wahrzeichen des Jamborees in Österreich große Maultrommeln überreicht. Dann tragen Hunderte von Brieftauben die Grüße der Pfadfinder in alle Welt. Grüße an die Heimat von einem unvergesslich schönen Fest, das allen Teilnehmern, aber auch den Besuchern in dauernder Erinnerung bleiben wird. Möge es beigetragen haben zur Verständigung der Völker in Liebe und Frieden.
Die Jamboree-Fahne wird eingeholt und die Pfadfinderfahne flattert lustig im Winde über den Heimziehenden. Das siebente Welt-Jamboree 1951 in Österreich ist zu Ende.